Dankmark! Er ist endlich da. Und heute packen wir ihn zusammen aus. Und ich bin mal gespannt, was da alles so Schönes drin ist. Und ich kann euch sagen, vom Gewicht her ist der relativ leicht. Ich hätte den eigentlich deutlich schwerer geschätzt. Aber ran ans Paket. Wir packen den zusammen aus. Und dann können wir uns das mal zusammen angucken, was ich hier für teuer Geld gekauft habe. Oh ja. Das ist immer sehr viel Verpackungsschnipsen. So, als allererstes, das hier wird die Leitung sein für den Kompressor, am Schluss mit Öl zu versorgen, also die Ölversorgung. Nehmen wir mal an die Seite, gucken wir uns später mal im Detail an. Jetzt haben wir hier Rotrex SX150 Kompressoröl. Brauchen wir natürlich auch. Hier ist der Tank bzw. der Ölbehälter inklusive auch Dichtung bzw. Ölfilter. Gucken wir uns auch gleich im Detail an. Ein lustiges Partyhütchen. Yay! Und mal weiter. Verpackungsstuff. Einen No-Shit-Duftbaum. Das hier wieder sein, der Kollege. Warte, verpacke ich euch wieder auf das Ding. Aha. Das hier ist mein 16-reihiger Ölkühler. Packen wir auch aus. Okay. Das wird er sein. No shit, Performance als Scheibenaufkleber. Ich weiß auch, den werden wir bestimmt irgendwo bestimmt verkleben. Krasser Kugelschreiber. Noch ein Aufhänger. Gut. Nur noch. Oh, jetzt gebe ich die ganze Scheiße. Ja, was ist denn noch Verpackungsstoff? Kommen wir jetzt irgendwie zum Interessantesten. Das Side Up. Rotrex. Zack, zack, zack. Anleitung, gute Rotrex-Aufkleberchen, Anschlüsse und hier ist er, der Kollege. Packen wir den mal aus, ganz vorsichtig, und legen den erstmal auf die Werkbank. Gucken wir uns das Ding mal genauer an. Das ist ein C3891. Schöne Schnecke. So, hier haben wir unseren Abgang. Zack. Und hier ist unser Abgang. Vom Gewicht her finde ich es eigentlich doch erstaunlich, wie leicht er ist. Ich hätte ihn jetzt deutlich schwerer erwartet oder geschätzt. Hier ist auch so ein Warnhinweis dran, dass ich den nicht gegen Uhrzeigersinn drehen darf oder soll in seiner Übersetzung. Aber irgendwie lässt sich hier gar nichts gerade drehen. Ich gehe davon aus, dass da irgendwo noch eine Sperre drin ist. Und was cool ist, zwar, ja, er kennt es, das Ding hat ja quasi eine Art doppeltes Schaufelrad. Hab ich so gar nicht gewusst. Ich würde ihn jetzt gerne mal durchdrehen mit der Hand. Aber geht nicht. Keine Ahnung. Muss man vielleicht irgendeine Adaptierung vielleicht noch rausnehmen. Gucken wir uns die anderen Sachen noch im Detail an. Das habe ich optional hinzugestellt. Das ist der Ölkühler für das System. Das ist auch der größte Ölkühler, den man kaufen kann mit 16 Reihen. Da habe ich mir gedacht, viel hilft viel bei der Geschichte. Alles, was wir hier nicht an Thermik drin haben, ist von Vorteil. Und zu viel gibt es in der Hinsicht nicht. Das ist der Ölkühler. Zwei Eingänge bzw. Eingang und natürlich Abgang. Wo man was anschließt, ist eigentlich total irrelevant. Total Jacke wie Hose. Wir haben hier auch schon die passenden Anschlüsse mit dabei. Oh,
Wofür am Schluss dann, ja, sag ich mal, kann man dann vergrimpen hier. Das ist jetzt nichts Besonderes. Aber der Ölkühler als solches macht auf mich einen hochwertigen Eindruck. Und den müssen wir dann dementsprechend noch befestigen. Ja, Halter muss man sich natürlich selbst bauen. Da gibt es nichts, was quasi universell bei jedem Auto passt. Aber ich denke, das soll das kleinste Problem sein, hier dann dementsprechend einen Halter zu bauen. Gucken wir uns die anderen Sachen noch an. Das ist das Zeug, was noch im Standardpaket mit dabei ist. Das heißt, wir haben hier jetzt noch das Ölreservoir bzw. ja, Ölbehälter mit intensiven Filter. Ich gehe davon aus, dass hier in dem kleinen, packen wir das mal als erstes aus, gehe ich von aus, ist der Filter auch wahrscheinlich sogar drin. Wir haben hier einen Filter, sieht eigentlich aus wie ein Spritfilter, mit einem Abgang, auch nicht in der Flussrichtung, wie das durchlaufen soll, steht auch hier Magnetic Inline Traction Fueled Filter. Heißt, das hier ist quasi der Filter für unsere Ölversorgung. Dann haben wir hier in der Tüte noch einen Haufen Fittinge. Brauchen wir natürlich für zum Installieren vom Kit einen Halter noch, beziehungsweise zwei Schellen für dieses Ölreservoir irgendwo im Motorraum zu befestigen. Jetzt holen wir das noch auf, weil das sieht auch fancy aus auf den Bildern. Das sieht nicht nur fancy aus, das ist fancy. Sehr, lässt sich sehr geil in der Hand haben. Einzige, was mir ein bisschen negativ ausstößt, das ist sehr scharfkantig. Haben wir jetzt auch hier. Hier geben wir quasi das Öl rein, direkt mit Peilstab, eigentlich eine coole Sache, und haben wahrscheinlich hier Eingang und hier Abgang. Einzig, was mir jetzt hier nicht so gefällt an der Musik, dass das hier aus Plastik ist. Das hätte ich jetzt eigentlich, den Kollegen hätte ich jetzt eigentlich gern wertiger in Alu gehabt oder gesehen. Aber wie gesagt, die Kanten hier, die sind schon sehr scharf. Aber es eloxiertes Alu macht einen sehr, sehr guten Eindruck, beziehungsweise sehr hochwertig. Ich gehe davon aus, wie so ein Schlauch aussieht, könnt ihr euch denken. Fragt mich nicht, was für ein Durchmesser der hat. Dimension 13, ich gehe davon aus, es sind 13 mm und das wird der Innendurchmesser, denke ich mal, sein. Dann haben wir dementsprechend eigentlich alles soweit am Start, was Kompressortechnik angeht. Das heißt, mir fehlt dann noch die Ladeluftverrohrungsgeschichte und dafür wird es wahrscheinlich dann auch wieder ein eigenes Video geben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, in dem Fall auspacken. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Falls einen interessiert, warum ich das bei der Firma No Shit Performance gekauft habe, weil der Name ist meines Erachtens ziemlich unseriös, aber dort kostet das Teil einfach mal 600 oder 700 Euro oder sogar es waren, ich glaube, es waren sogar fast 1000 Euro weniger als in Deutschland. Ich habe das in Holland bestellt, war innerhalb von 3 Wochen hier. Die Firma No Shit Performance hat die Sachen nicht auf Lager. Ich habe das ganz normal bestellt. Die haben das dann geordert bei Rotrex Netherlands oder Rotrex Europa, also Rotrex Deutschland definitiv nicht. Und habe dann dieses Teil quasi darüber bezogen, weil der Preis so lukrativ war und dadurch, dass PayPal, Käuferschutz etc. alles vorhanden war, hatte ich keinerlei Angst, dass ich quasi keine Ware halte. Und ihr seht, man kann ohne schlechten Gewissen bei No Shit Performance bestellen. Ziemlich lustiger Name und nicht irritieren lassen, das ist wohl eine Honda-lastige Geschichte. Aber ob so ein Kompressor jetzt in einem Civic schlummert oder in meinem Z3 Coupé, ist ja egal. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.